Wir haben noch jemanden, der da zugestossen ist, aus Interesse und der gerne Gebet möchte. Okay, no problem. In der Mitte steht? Nein. Storys, gell, Storys. Ja. Wer möchte gerne, möchtest du? Ist das okay für dich? Okay. Ja, mach doch. Ja, genau. Ganz einfach die Hand halten. Und dann. Du weißt ja auch, was was ist, gell? Oder es ist. Genau. Ja. Vielleicht zuerst fragen, wie viele Schmerzen hat sie von 0 bis 10? Tut es dir weh? Es tut nicht weh, aber es ist einfach die Diagnose, die Makula, oder, von den Augen. Das wird jetzt Schluss heisst quasi erblinden, ganz gerne. Ja, kriegen wir weg, locker. Können wir ja. weg. Ja. Du bist einverstanden, ja. Mhm. Ja. Mhm. Also, wir sprechen aus dem Jesu Namen. Völlige Heilung über dem Auge. Makula muss verschwinden. Ja, das ist schon gut, das reicht. Weißt du, sie lässt den Geist fliessen. Das ist vorstellen, wie Geist Gottes fliesst über den Arm, den ganzen Körper, der Flut, vor allem die Augen. Durchflutet und heilig bewirkt. Ja, das ist ganz real. Ja, das ist der Geist Gottes, der jetzt das heilt, weißt du. Spürst du noch Wärme kribbeln? Wärme, ja. Ja, schon, gell? Ja. Ja. Weißt du warum? Ja, weißt du warum? Also, weil sie, Energie, sie hat Jesus eingeladen, weißt du, Jesus wohnt hier. Ja. Und er heilt dich jetzt durch sie. Ja. Ja. Ja, das ist heftig, ja. Ja. Das ist wie Jesus früher, er hat auch immer geheilt. Heute heilt er durch die Gläubigen. Ja. Wir sind in seinem Körper, weißt du, ich meine. Mhm. Ja. Das ist krass. Ja. Das ist auch für sie. Mhm. Kannst du schauen, nächsten Tag, was ist es, 5 Tage, 6 Tage mhm. oder so? Nein, du kommst von Bristen. Ja. Mhm, genau. Von Bristen, wir sind immer wieder mal da, gell? Ja, genau, jede Wochenende. Ich ja. Kannst du auf der Website schauen, tobimeier.ch unter Healing School. Ist dir alles gut oder hast du noch einen Schmerzen? Nein, ich schmerze nicht. Nein, alles gut. Okay. Also, ich habe es eben cool gefunden, vorhin, die Frau ist gekommen, da gelaufen und hat so von hinten so geschaut. Vielleicht hat sie gemeint, dass es Touristen sind, die etwas erklären oder so. Und dann ist es immer gut, wenn man das dann gerade sagt, und göttliche Heilung und so. Und dann hat sie gesagt, haben Sie gerade Schmerzen? Kann ich gerade für euch beten? Oder? Und dann hat sie gesagt, nein, eigentlich nicht Schmerzen. Wir sind katholisch, oder? Wir sind katholisch. Und dann hat sie gesagt, jetzt nachher noch gefragt, ja, sind wir? Er hat gesagt, komm, wir müssen gehen. Und man muss immer, das ist wirklich in einer Gruppe oftmals einer, der will wegziehen oder ablenken. Mhm. Und sie ist aber wie gebunden geblieben und hat so, sind ihr immer da? Und dann habe ich gesagt, sind ihr noch da? Und dann habe ich gesagt, wir sind jetzt noch eine Weile da, sonst sind wir dann vielleicht für eine Woche wieder da. Ja. Könnt ihr wieder schauen. Plötzlich steht sie wieder da. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt nutzen wir sie wieder. Sie hat Hunger. Ja, genau. Und das ist gut. Ja, genau. Und das Kinder, der alte Mensch von mir, hätte gedacht, was will jetzt die Gewundernase da, oder? Ja. Und, jetzt bin ich aber verändert. Hat mich der Geist schon verändert, dass ich kann sagen, hey, zeig ihre Liebe, sie ist willkommen, komm, du kannst es jetzt erleben. Und ich habe vorher gebeten, dass sie nochmal das erleben, wie das fließt. Und hast du jetzt nochmal erleben und sie ist so offen. Ja, genau. Dass man es alles nutzen kann. Stell dir vor, das wird sich immer mehr verbreiten, oder? Es spricht sich herum.